Wenige Stunden nach dem Aus in den DEL-Playoffs mit den Kölner Haien erklärte der 35-Jährige über sozialen Medien seinen Rücktritt. Heute endet meine professionelle Karriere. 19 Jahre Profi sind eine lange Zeit. Danke an meine Teams, Mitspieler, Coaches, Betreuer, Physios, Ärzte und natürlich an Fans für Unterstützung und unzählige wunderschöne Momente und Erinnerungen, schrieb Ehrhoff. Dazu stellte er ein Bild aus seiner Kindheit in Eishockey-Montur unter dem Weihnachtsbaum. Ehrhoff gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Eishockey-Geschichte. In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte der gebürtige Mörser 862 Spiele als Verteidiger für San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings und Chicago Blackhawks. Mit Vancouver stand Ehrhoff einst teuerster Verteidiger der Welt, 2011 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort jedoch gegen Boston. Seine Profikarriere hatte er bei den Krefeld-Pinguinen begonnen, 2016 kehrte Ehrhoff aus den USA in deutsche Eishockeyliga, DEL, zurück und spielte seitdem für Kölner Haie. In seinem letzten Spiel unterlag er am Sonntag im Playoff-Viertelfinale gegen Nürnberg ins CE-Tigers 1:5. Die Serie verloren Rheinländer mit 2:4. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hatte Ehrhoff bei der Schlussfeier am Tag der Finalniederlage gegen Russland 3:4 nach Verlängerung deutsche Fahne getragen. Ehrhoff ist Vater von 3 Töchtern.